Bei einigen Windows Phones muss man sich wirklich die Frage stellen, was sie denn eigentlich ausmacht. Beim Lumia 650 ist es das hochwertige Design in Kombination mit dem günstigen Preis. Beim Lumia 59 die herausragende Kamera. All das natürlich in Verbindung mit Windows 10 Mobile, das die bekannten Kompromisse mit sich bringt, aber im Vergleich zu vielen günstigeren Android-Geräten eine sehr gute Performance und offene Update-Politik verfolgt. Im Juni hat der chinesische Hersteller Cube dann sein erstes Windows 10 Mobile Smartphone vorgestellt. Wobei, ein Smartphone ist es von der Größe her nicht, denn es misst in der Diagonale 7 Zoll. Das ist Tablet-Niveau. Bis auf die Größe spricht aber nichts dafür, dass es sich wirklich um ein Tablet handelt. Es läuft mit einem hauptsächlich für Smartphones ausgelegten Betriebssystem und unterstützt Telefonie sowie SMS. Wir haben das Cube WP10 ausführlich für euch getestet und sagen euch, ob Windows 10 Mobile auf einem 7 Zoll Tablet überhaupt einen Sinn hat. Fangen wir mal außen an. Die Verarbeitung des Riesensmartphones ist durchaus in Ordnung. Es besteht völlig aus Plastik, wenn auch die Seiten wie Aluminium und die Rückseite wie Glas aussehen. Sind sie aber nicht. Die Spaltmaße sind bei den Öffnungen des Gehäuses etwas größer, aber das ist nicht wirklich störend. Insgesamt ist die Verarbeitung nämlich ganz gut und das 7 Zoll Gerät wirkt durchaus stabil. Es knarzt im Gegensatz zu manchen High-End-Geräten an keiner Stelle und das Gehäuse lässt sich nirgends eindrücken. Obwohl es sehr dünn ist, wirkt es grundsolide. Als einen Handschmeichler würde ich es dennoch nicht bezeichnen. Dafür ist es aber einfach zu groß. 7 Zoll passen kaum in eine Hand und man muss es meist mit beiden Händen bedienen. Man hat auch nicht wirklich eine Wahl. Der Einhandmodus unter Windows 10 Mobile ist zwar schön und gut, aber um das Smartphone zu entsperren, muss man den Ein-Aus-Knopf erstmal erwischen. Der befindet sich bei diesem kleinen Tablet im oberen Drittel der rechten Seite. Ohne umzugreifen, erwischt man den also kaum. Das 7 Zoll IPS-Display des Cube WP10 löst mit HD auf, also nicht wirklich beeindruckend hoch. Einzelne Pixel sind natürlich sichtbar und die Farbdarstellung ist etwas blass und verwaschen. Dafür kann es mit einer sehr guten Helligkeit und einer soliden Blickwinkelstabilität aufwarten. Auch nicht wirklich üblich bei Tablets dieser Größenordnung. Im Alltag hat es mich nicht gestört, dass ich nun am Sperrbildschirm bei etwas genauerer Betrachtung ein Pixel bei der Schrift erkennen konnte. Qualitativ ist das Display ausreichend gut, um darauf Filme, Fotos, Webseiten und längere Texte tatsächlich genießen zu können. Außerdem sind die meisten Inhalte ohnehin so groß, dass kleinere Texte kaum vorkommen. Das Problem ist, die Skalierung lässt sich in den Display-Einstellungen auf minimal 175% stellen. Damit sieht man im Windows Store zum Beispiel nicht wesentlich mehr Inhalte als beim 5 Zoll Full-HD-Smartphone. Selbst beim kleineren Lumia 1320 gehen die Skalierungseinstellungen auf bis zu 125% rund und das hätte der Hersteller durchaus auch beim Cube WP10 machen sollen. Vor allem bei der Kamera hat Cube dann ordentlich gespart und hier eine praktisch unbrauchbare Einheit verbaut, wie es aber bei kleineren Tablets durchaus üblich ist. Die Bilder sind immer verrauscht, ganz unabhängig von den Lichtverhältnissen. Und bei Nacht muss man Glück haben, wenn man das Motiv überhaupt erkennen kann. Der Fokus ist außerdem nicht wirklich zuverlässig und so werden die Bilder gelegentlich unscharf. Wer für den Preis von etwa 110 € auch eine solide Kamera möchte, der wird sich woanders umsehen müssen. Hier ist unter anderem das Lumia 650 zu empfehlen. Die Akkulaufzeit ist für ein Tablet durchaus in Ordnung und ihr schafft mit eingelegter SIM-Karte rund 4-5 Stunden aktiver Nutzung. Zu Hause im WLAN und ohne LTE-Konnektivität geht es dann noch ein bisschen länger. Die Standby-Zeit ist wie bei Smartphones sehr gut und so kann es mehrere Tage stehen, ohne wirklich viel Akku zu verlieren. Der verbaute Snapdragon 210 Prozessor ist schon lange nicht mehr der jüngste, aber 2 GB Arbeitsspeicher sollen darüber hinweghelfen. Das Mehr an Arbeitsspeicher wirkt sich tatsächlich aus. Im Vergleich zum Lumia 550 zum Beispiel funktionieren die Wechsel zwischen Apps etwas schneller. Das Problem sind aber dennoch die Startzeiten von Anwendungen. Während Universal Apps recht flott laufen, bremsen die schlecht portierten Facebook Apps einen im Alltag aus. Der Messenger ist darauf sogar unbedienbar. Insgesamt ist das System recht flott, wenn es auch an manchen Stellen gerne die eine oder andere Gedenksekunde braucht. Das ist eine Sache der Optimierung und kann mit Software-Updates besser werden. Oder soll ich sagen, könnte. Denn das Cube WP10 läuft noch mit Windows 10 Mobile Build 10586.420. Wenn euch das nicht sagt, das ist die Version des November-Updates, 2015 wohlgemerkt. Seitdem ist das Anniversary-Update erschienen und brachte zahlreiche Neuerungen mit, beispielsweise verbesserte Einstellungen, SMS-Synchronisation mit der Skype-App, Unterstützung für Smartwatch-Benachrichtigungen und. Das Cube WP10 hat jedenfalls immer noch kein Update erhalten und mittlerweile ist es schwer noch damit zu rechnen. Wie es bei vielen Android-Geräten üblich ist, wird es auf den Markt geworfen und die Software wird nie wieder aktualisiert. Beim Cube WP10 scheint das leider auch zuzutreffen. Was man als Stärke der mobilen Windows-Plattform gezählt hätte, muss man bei diesem Gerät leider abrechnen. Microsoft will sich dazu nicht äußern, weshalb manche Geräte keine Updates bekommen. Und der chinesische Hersteller erst recht nicht. So ist es schwierig, es zu empfehlen. Ich würde sogar sagen, es ist unmöglich. Die Software war schon zu Release veraltet und das ist bei einer sich schnell entwickelnden und kleinen Plattform einfach nicht duldbar.
Blickt man auf die Konkurrenz, so wird die Entscheidung, das Cube WP10 nicht zu kaufen, noch leichter. Von uns gibt es daher keine Kaufempfehlung.